Moin, willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch ein Video aus der Reihe. Ich war auf einem Konzert und zwar ich war bei Machine Gun Kelly in Köln. Ja. Und zum Einstieg blende ich jetzt mal hier einen kleinen Ausschnitt ein von seiner Show in Köln, obviously. Ja, war auf jeden Fall sehr geil. Ich habe ihn schon mal gesehen, 2019 auf der Hotel Diablo Tour und 2017 als Vorgruppe von Linkin Park in Berlin. Kannst du nicht vergleichen, kannst du wirklich nicht vergleichen. Bühnenshowmäßig, Showqualitätsmäßig allgemein, also das kannst du wirklich nicht, da kannst du. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Ganz, ganz unterschiedliche Welten. Genau. So, aber was ich mir gekauft habe, ist das Tour-Shirt. Und zwar das, ich weiß nicht, ob es das neuere ist, es ist das andere Design, also nicht dieses mit ihm drauf, sondern dieses hier. Oben haben wir stehen Machine Gun Kelly. Und hier unten ist eben, es ist dieses, ich glaube, es ist das Artwork von dem Announcement, denke ich, bin mir nicht ganz sicher, ich bin gerade ein bisschen lost. Hier haben wir alle größeren Supports draufstehen. Und zwar, wir hatten ja hier und wie spricht man ihn aus? Ian? Dior? Dior? Keine Ahnung. Und 44 Phantom. Aber das steht hier nicht mehr drauf. Genau, hier haben wir unten stehen Mainstream Sellout. So, und ich habe nämlich, das habe ich gestern gesehen, deswegen muss ich da auch einmal drauf eingehen. Und wir hier oben, statt diesem üblichen Namensticker, so einen extrem großen, ich habe es übrigens in L gekauft, Dingen. Patch, nicht Patch, Inlay, Logo. So, und hier haben wir die Tourdaten verpackt in kleine Fernseher und eine kleine, oh Gott, Moment, in kleine Bildschirme. Da ist ein Fernseher. Und da sind ja alle drauf, also auch von dem Amerika-Teil der Tour. Und das geht hier ganz runter und wir sind hier, also ich war hier, wo ist es? Da. Köln.de. Und hier haben wir nochmal Mainstream Sellout Tour 2022 stehen. Ja, es ist ein sehr geiles T-Shirt. Ne, hat 40 € gekostet, aber es ist tatsächlich auch schon an sich ziemlich schwer. Also es ist kein super dünner Stoff. Der ist wirklich dick, 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 dick. Und hat mich auch gestern gut warm gehalten nach dem Konzert. Die Arme waren ein bisschen kalt, aber so vom Prinzip her. Genau, dann war es das an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wie gesagt, ich packe euch Machine Gun Kelly, die Playlist und alles mögliche andere in die Beschreibung. Haut rein!